Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Warum ruckelt sich das jetzt hier wieder noch so ein? So, wir wollten hier irgendwie RIP raus, runter, weg, weg, weg ab. Habe ich überhaupt noch Platz in der Tasche? Jawohl, habe ich das. Dann können wir das hier auch nochmal eben wegschnitzeln, das Autochen. Ja. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Was haben wir denn? 21 Uhr 57. Ich weiß gar nicht, wo ich geparkt habe. Oh, das ist noch Virgin. Was habe ich gerade gesagt? Ja, neue Aufnahmesession, neues Glück. Die nächsten 6 Folgen gehen auf diese Aufnahmesession. Wir haben die Taschen voll, düsen dann gleich mal nach Hause und ich muss erstmal wissen, wo ich geparkt habe. Da hinten irgendwo. Ja. So. Machen wir mal Licht hier irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier einfach straight langfahren kann. Ja, ich folge jetzt einfach dieser Straße. Schadet ja nichts. Vielleicht noch den einen oder anderen Müllhaufen außer Acht lassen, dass wir den nicht zerstören, damit wir ihn beim nächsten Mal noch looten können. RIP. Und dann würde ich, glaube ich, gerne zu Hause. Hier geht es ja ums Kürfchen. Plop. Hoppala. Aber auch merkwürdig, warum hatte ich den jetzt tontechnisch auf dem linken Ohr, obwohl ich ihn ja rechts überfahren habe? Seltsam. Seltsam, seltsam. So, wo bin ich denn? Okay. Hier bin ich. Fahr rein in die Stadt. Und auf unser Haus zu. Das war ja easy. Dem Auto geht es soweit eigentlich auch noch ganz gut. Habe ich irgendwas umgefahren? Ich weiß es gar nicht. Oder sie hier vielleicht. Die könnte uns gleich tatsächlich ein bisschen auf den Sack gehen. Ja, da ist sie doch auch schon. Hallo. Ja, genau. Schön das Auto kaputt schlagen. Mann, 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 Mann. Ich mache hier Sachen. Ja, 1% verloren. Nee, was ich gedacht habe, was wir hier machen können, ist tatsächlich uns dieser Auffahrt widmen. Da müssen wir ein bisschen rumtricksen. Denn die ist nicht so easy peasy mit den normalen Schrägen zu verwursten. Gucken, kriege ich da noch was rein? Nee. Blob. Holy Macaroni. Denn die normalen Schrägen, also wenn ich jetzt hier einen ganzen Block als Schräge nehme, hat mir nämlich der gute Deus Ex verraten, einer, ja, man kann sagen, einer der langjährigen Besucher, Kommentatoren dieses Kanals. So, erstmal kurz hier Händlerkram beiseite schaffen. Und zwar hat er drunter geschrieben, ja, Lu, April, April, kannst du vergessen. Durch die Rampe, die vorne dran ist, klappt das nicht ganz so gut, wenn du da jetzt, also das Auto hat ja vorne so eine Schräge dran. Ich weiß nicht, wie das sind, so ein Kuhfänger. So, und damit geht das halt eben nicht so wunderbar, wenn man dann irgendwo hochfahren will. Deswegen, so, ich packe den Generator auch erstmal da rein. Deswegen müssen wir so halbe Schrägen, also halbe Rampen machen. Und mit denen soll das dann funktionieren. Gucken wir mal. So. Kann ich aus Sprit eigentlich irgendwas anderes herstellen? Also hier so ein. Ne, kann man nicht stapeln. Schade, Pech.
Alter, Vater. Das ist schon ganz schön voll, das Ding, ne? Gut, den Sprit kann ich auch unten reinpacken. Das muss ich jetzt nicht. So, hier noch ein paar Parts. Das sind noch mal ein paar Parts. Eisenrohre, wo hatte ich die denn drin? Habe ich die ja auch drin gesammelt? Die stecken wenigstens schön hoch. Das ist ja schon mal viel wert. Ich bin durstig. Baumaterial. Da hätten wir hier Lehm, Stein, Holz. Schnupp, schnupp. Wir brauchen noch Zement. Ganz wichtig, dringend. Damit wir überhaupt diese Zementschrägen herstellen können. Restmüll. Hier so ein bisschen was, da so ein bisschen was. Ach, schön. So viel Nitrat. Tirili. I like Nitrat, and I can't not lie. Wer kennt ihn nicht, den Klassiker? So, einschmelzen. Den Scheiß da rein. Hier, zack, zack. Ach, das da. Das war das. Was wollte ich hiermit machen? Zerlegen am besten. Hat sich das erledigt. So, Munition, hätten wir hier so ein bisschen was und da so ein bisschen was. Komm, willst du mal sortieren? Dankeschön. Nochmal nachladen. Lederstoff. Plop, plop. Ich glaube, so ein Ding müsste ich schon haben, ne? Ja, also können wir das womöglich verkaufen. Die Stahlschaufel lasse ich auch erstmal hier. So, kann ich eigentlich aus Schnee noch was anderes machen, außer... Ach, für den Schmusi braucht man tatsächlich Schneeballen. Ja, das ist ja geil. Da haben wir doch mal Schneeballen hier. Mengen an Nom Nom. Achso, die Sham-Sandwiches? Nee, die habe ich ja eigentlich da oben drin. Ja, willst du mich veralbern hier, ne? So, ich hatte Durst. Erinnere ich mich dunkel. Dann gehen wir nochmal hier rein und trinken mal direkt aus dem Schrank trinken. Ach komm, doppelt hält besser. Was sagt mein, könnten wir auch mal wieder reparieren. Mein Essenshaushalt geht. Ausdauer ist ein bisschen mau, aber ansonsten. So, Joghurt. Achso, ich will noch mal kurz was gucken. Ob ich hier Zement 112, das ist nicht allzu viel. Kriege ich hier noch Zement raus? Holy, ja, das ist schön. Dann nehmen wir 543 Zement. Das macht 10 Minuten 34. Oder auch 11. Was habe ich gesagt? 543. Gut. Fertigen und ab dafür. Sehr schön. Dann können wir noch die restlichen Dinge von draußen abholen hier. Trucky Truck. So, aber das kommt wieder in den Truck und ja, die lassen wir auch mal da. Ich finde das hier außen tatsächlich nicht unpraktisch. Kann man viel leichter rein und raus als durch die Garage. So, was habe ich denn jetzt hier? Bestimmt irgendwas zum Einschmelzen. Glas zum Beispiel. Seta. Zack. Eiserne Feueraxt. Stählerne Feueraxt. Zack, wird eingeschmolzen. Das Ding kann ich geschmeidig verticken. Dann gehen wir erstmal in die Händlerkiste. So. Und zwar bleibt jetzt hier das Ding. Nochmal das Ding. Die Donnerbüchse zerlege ich. Da habe ich wenigstens Parts für. Das geht zum Händler. Das und das auch.
Das Ding. Ja, ich werde mir, glaube ich, nie ein Schrottgeschütz bauen. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Ihr könnt ja mal gerne kurz in die Comments hauen, was ihr meint, ob wir so ein Schrottgeschütz brauchen würden. Schrottgeschützturm. Ob das Sinn ergibt, den zu bauen oder nicht. Ansonsten geht er ab zum Händler. Ach, will ich es reparieren, den Lederhandschuh oder. Nee, komm. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Ich leg's erstmal hier unten hin für zum Reparieren vielleicht. Dann hätte ich noch Mods. Da haben wir hier diesen komischen Stab- und Federmod. Ein bisschen Farbe. Ich glaube, so viele Sachen färbe ich gar nicht mehr ein, wie ich hier so drin habe. Komm, dann machen wir mal dieses ominöse Gelb hier weg und auch das Grün. Finde ich eh nicht schön. Zack, haben wir wieder Platz in der Kiste. Und wir können es dann im Laufe des Spiels da noch mehr Sachen rein tun. Ein paar Mollys. Ein bisschen hier, 9 mm. Maschinengewehr. Ich behalte es einfach. Es ist nicht mein präferiertes, aber immerhin. So, das zerlege ich. Because of Gründen. Ne, in den Verkauf wollte ich das Messerchen geben. Das klingt ja immer nur auch. So, Parts. Da haben wir dann noch diese hier. Schön, schön. Zerlege ich gerade noch irgendwas? Ne, dann ist gut. Dann haben wir unter Baumaterialien noch ein bisschen Farbe. Das ist auch nicht schlecht. Den Kram. Ich weiß nicht, wie viel Eisen ich brauche. Hör mal. Da können wir ja eigentlich eher hier mal so eine lustige Schmelz-Session draus machen. Legen wir noch mal ein paar Dinger drauf. Kommt zwar wahrscheinlich wieder eine Tante an, aber. Ach, was soll's. Okay, dann jetzt hier lecker nom nom. Ein paar Eier auch wieder dabei, das ist gut. Gott, was soll ich mit diesen Bieren eigentlich machen? Es ist irgendwie zu schade ums Glas, aber trinken will, muss ich das jetzt auch nicht. Hm. Na gut, erste Hilfe, hätten wir noch einen Splinti. Sehr schön. Okay, dann nobbeln wir uns hier mal kurz den Zement raus. Und da würde ich jetzt gerne mal hier Rezepte. Feuchter Betonblock. Okay, dann muss ich den da auch wieder dran machen. Wie viel kriege ich dabei raus? Wow, 11. Uhu, ich freue mich. Doch schon 11. Ah, das Doofe ist, dass man ja für alles Sand und Steine braucht. So, kriege ich hier noch einen raus. Nee. Aber wir können noch eine Beton, noch ein bisschen Betonmischung ansetzen. Gut. Das heißt, wir brauchen Steine und wir brauchen wieder Sand. Oh, ich hasse es. Gut, dann gucken wir mal kurz, was wir da so an Blöcken bei rauskriegen. Shape. So, und er meint, diese hier sind nicht gut, sondern dann muss ich die hier kombinieren, die Schräge, mit einer weiteren Halbschräge. Das wäre dann der hier. Jo. Ich würde mal sagen, das kriegen wir doch hin. Das sollte machbar sein. Wow, das ist jetzt aber holla. Das ist jetzt ja wirklich so eine Geschichte des, das zieht sich ja jetzt dann hier noch durch. Ist die Frage, ob wir dann nachher, gut, wir müssten Beton machen. Einfach auch schon, habe ich noch Skillpunkte zu vergeben? Nö, schade. Geh raus.
Einfach weil die ja sonst das als Schwachpunkt ansehen und dann vielleicht als erstes da durchgehen oder da durchboxen wollen. Wobei die wollen ja zu mir nach oben und nicht nach unten. Und ich weiß ja auch nicht, in welche Richtung ich meine Dings gemacht habe. Hier, wie heißt es, mein... Sag schon. Den Tunnel. Wo ich mich ja auch darum kümmere, Stein ranzukriegen. In welche Richtung ich den geschaufelt habe. Ich hätte vielleicht erstmal auf der Seite anfangen sollen, die sowieso... Wobei, das Ding ist, wir müssen ja nur den... Ha! Ach, wie schön. Zwischendurch habe ich dann doch mal meine cleveren Momente. Gott sei Dank. Also prinzipiell müssen wir ja eigentlich nur diese Erhöhung hier abtragen. Hier und bis nach da vorne hin. Also das hier alles. Weil hier können wir ja ganz normal draufbauen. Hier vielleicht noch, ja klar, das Kiesgerösel hier wegschaufeln. Aber hier auf den normalen Beton würde ich ganz normal draufbauen. Das ist, glaube ich, kein Thema. Würde ich hier vielleicht noch die Dingens zumachen, die Mauer. Ja, das ist doch, das ist machbar. Das ist machbar. Also doch nicht so viel, was wir weghauen müssen. Aber das, was wir weghauen müssen, ist schon nervig genug. Ja, dann muss ja hier vorne der Betonblock noch aufgewertet werden auf Stahlbeton. Das heißt also, wir brauchen verdammt viel Stein, den wir dann einschmelzen können. Und ich glaube, die Schaufel habe ich drin gelassen, nicht Trollo, ne? Das hier ist auch nicht unbedingt schön. Ich glaube, ich würde die Mauer hier gerne... Voilà. Einmal ringsrum ziehen, ne? Damit das so ein bisschen alles hier schön zu ist. Gut, diese komischen Pöller hier oben drauf sind jetzt nicht unbedingt der Hit, aber naja. Und so ein bisschen Licht wäre hier eigentlich auch ganz geil. Elektrisches. Wir haben jetzt einen Generator. Das ist ja schon mal viel wert. Aber ich weiß gar nicht, kann ich Lampen herstellen überhaupt? Nee, da wollte ich rein. Nein, auch nicht. Hier möchte ich rein. Dankeschön. Licht. Industrielicht, Industrielicht. Ich kann es nicht herstellen. Okay, Lampe. Laterne, die könnte ich herstellen. Einfache Glühbirne. Geschmiedetes Eisen, elektrische Teile. Für alle dasselbe. Ja, hier brauchen wir noch ein bisschen... Oh, dachte gerade, da vorne wäre was aufgetaucht. Für den brauchen wir jetzt noch ein bisschen funzeln. Aber die wären ja eigentlich für den Bereich hier gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn wir die so irgendwie oben anbauen könnten. Und dann damit Strom... Licht zu machen. Hm. Und dann müsste ich aber endlich mal wieder ein paar Skillpunkte haben, um die in Licht investieren zu können. Moment, ich loote ja gerade nicht. Dann kann ich mir wesentlich ein paar mehr Skillpunkte verschaffen. Ein paar mehr XP. Aber, Deus, du hast mir heute, weil für mich ist heute Pfingstmontag, hast du ja geantwortet gehabt, dass das mit den Skillpunkten pro Quest irgendwie eine Alpha 16 drin war. Das. Echt? 16? Bist du dir sicher, dass es nicht noch in der 17 drin war? Weil warum sollte ich mich dann jetzt daran noch erinnern? Also. Gut, die 16 habe ich, glaube ich, relativ lange gespielt. Ich glaube, die 15 war meine erste. Die habe ich nur sehr kurz gespielt, weil dann doch zeitnah die 16 rauskam.
mit der 15 hat quasi alles begonnen. Auch hier auf YouTube. Aber dass ich noch so präsent im Hinterkopf hatte, wenn das in der 16 drin war, überrascht mich jetzt. Also, ich hätte jetzt gedacht, mal gucken, was bist du denn? Bist du oben oder bist du... Ah doch, du bist ein echter Block und nicht nur so ein Pseudo-Block. Wir bräuchten irgendwie mehr Ausdauer oder weniger Verlust an Ausdauer. Ja, Skillpunkte. Oh, da hat man echt so ein bisschen das Bedürfnis, sich selbige anderweitig zu verschaffen, weil man so wenig davon hat. Aber nein, das wäre für den Arsch. Das mache ich nicht. Dann ist ja die ganze... Dann ist ja, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt schon keine Hordennacht mehr. Und dann wäre ja noch weniger variabel da drin. Sagen wir es mal so. Und sobald es wieder Tag wird, könnten wir hier auch mit dem Bohrer beigehen. Dann geht das nochmal was schneller. Mit dem können wir nämlich dann auch wirklich rigoros sowohl uns dem Stein annehmen, als auch hier dem, ne, Kiesgedöns. Wie viele Steine habe ich denn hier zumindest schon mal gesammelt? 643. Das ist immerhin etwas. Die brauchen wir auch. Na komm. So, dann leg das Ding mal kurz weg, bitte. Das ist zwar jetzt hier nicht so sehr spektakulär. Aber sind, weil sie sind Bauarbeiten spektakulär? Ich weiß es nicht. Sie müssen auf jeden Fall gemacht werden und die Nacht ist da, glaube ich, ein ganz vorzügliches Zeitfenster für. Ich gehe erstmal wieder kurz rein, denn die Folge hat schon wieder ein Ende gefunden. Ich würde mir dann jetzt mal was zu essen reinmümmeln, damit ich mehr Ausdauer habe für die nächste Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich hier beim nächsten Mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle hier in der nächsten Folge, es müsste Montag, ein Montag sein, wenn ich mich nicht irre, wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.